Schaut euch mal diese Gurkenspirale an. Und mit einer guten Marinade schmeckt's noch besser. Die Gurke auf zwei Stäbchen legen, einmal quer einschneiden, umdrehen und dann nochmal gerade einschneiden. In einer Schüssel rundum kräftig salzen und 10 Minuten stehen lassen. Währenddessen Knoblauch fein schneiden und in Zitronensaft einlegen, sodass der Geschmack nicht überhand nimmt. Nach ca. 10 Minuten geben wir noch die restlichen Zutaten dazu. Das sind Reisessig, Sesamöl, Ingwer, etwas Zitronenabrieb und natürlich brauner Zucker. Dann kommt noch meine Lieblingszutat Crispy Chili Oil nach Geschmack dazu. Noch ein Schuss vom Gurkenwasser. Die Gurken abwaschen, abtrocknen und marinieren. So einfach geht's. Enjoy!